Da möchte ich noch kuscheln. So, ich glaube, Fenster wieder aufmacht, jetzt hoffe ich, dass es ein wenig ruhiger ist mittlerweile draußen. Unser Auto ist ein bisschen demoliert worden. Tut nix. Von den Deppen da hinten, der. Ja, da wollte ich ein bisschen kuscheln. So. Ja, was stöhnt's denn da so? Wer? Die Mai. Mai, ja. Mai auch. Die Familie! Das Futter hat mich getötet! Kammerjäger! Noch verreckt gehabt. Ist heiß! Ja, meine Idioten sind, ist heiß, ja. Ja, bei dir springe ich lieber mal alle. Die, was bei mir in der Nähe sind. Okay, scheiße. Du schüttelst aber hier, wenn ich in der Nähe bin. Ich bin da ein Kreativer. Naja, du machst es, wenn ich es am wenigsten erwarte, ja. Ein Medikit! Was bin ich mir denk so, ich bin jetzt halt. Ich hab da Vertrauen gefasst und so weiter. Na. Hey, was gibt's da? Ja, coole. Medikits! Na, pfff, ah. Das tut aber jetzt mal hinschauen schon. Ernüchternd! Gar nix. Du bist immer noch der Fox, der Fuchs. Ja, ich ändere da nichts groß am Charakter, an die Skills. Ich bin jetzt hier gefallen, was ich abgeschossen habe. Ja, ich schaue dir dabei ein bisschen zu. Du hast es gemacht, also wirklich. Intolerabel! Intolerabel! Oh, was für ein schicker Mann und so weiter. Oh, Blutschüssel. Was? Hältst du dich für was Besseres? Ich halte mich nicht nur dafür, ich bin es! Hä? Du bist nichts weiter als ein Kapitalist! Das! Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Vielleicht bringe ich dich einfach um und nehme mir deinen Scheißbunker. Das habe ich gehört! Versuch's nur, dann reiß ich dir dein verdammtes Herz raus! Hörst du was? Die meinst du? Ja, na, ich nicht. Ich hab zwar das Zeichen wieder oben gehabt, dass er redet, aber ich hab nix gehört. Ach so. Ja, gut, ich hab jetzt dazu gehört, wie die gekriegt haben. Aber sonst. War irgendwas Interessantes dabei? Na, die haben sich bloß gegenseitig verbal angegriffen. Pizzasüchtiger Kack. Aha. Das sollte für eine Weile reichen. Bring mir das Zeug. Wo hast du den Käsehobel hingelegt? Wir haben gar keinen Käse. Darum geht ich es ja gar nix. Nicht. Was zum Teufel stimmt mit diesem Typen nicht? Hm. Na gut, jetzt ist nicht ganz Zeit dann, also. Request. Darum geht es gar nicht. Das war das Einzige, was ich jetzt gehört habe. Das ohne Auto geht schneller. Ja. Hier gibt's für jeden die richtige
Ah, ich hab's gewusst. Hier gibt's Medikits und Schild. Ja, ich muss verkaufen. Was habe ich denn Neues dabei? Psycho. Ja, Psycho brauche ich nicht. So, und was habe ich denn da noch? Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Na gut, einen Raketenwerfer tue ich jetzt einmal weg. Okay. Was sagst du denn zu meiner Farbkombo, hä? Was wird so? Ich will mein Auto. Ja, das sagt alles. Nein, Bodo. Was ist denn? Korda. Ja. Du machst das schon. Ich hock schon wieder verkehrt. Ich hock schon wieder hinten in einer Ladefläche drin. Oh, jetzt macht das. Kann er beide Kanonen nehmen. Es war aber knapp. Nix war knapp, so. Weißt, ich hock im Auto und er sagt nichts, dass man aussteigen muss. Ja, und du schaust da ein wenig auf dem Bildschirm, oder? Nein, du warst immer noch mit deinem Pfeil da zwischen die Autos und der komischen Station. Da haben wir gedacht, so, ja. Na gut, wenigstens werde ich nicht verhungern. Aber jetzt muss ich mein Essen vor Fremden beschützen. Und vor Earl. Bring mir eine Waffe, irgendwas Großes, einen Raketenwerfer oder sowas, damit sich meine Feinde vor Angst in die Hose machen. Und Earl auch. Ich hab vor gar nichts Angst. Außer vor Wattebällchen. Ich hasse diese Dinger. Aha. Ganz. Ich hasse diesen weinerlichen Hosenscheißer. Ich will aus dem Deal raus. Kapierst du? Gott sei Dank, machen wir sie zum Fisch grillen. Oh. Oh, jetzt. Was zum Teufel ist da draußen los? Meine Maschine, mein armes. Ich höre schon wieder nichts. Er jammert über seine arme Maschine. Seinen armen Automaten. Was passiert ist, ist passiert. Um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, daraus zu sein. Die Bude hat übelst nach Katzen gestunken. Mhm. Und da waren gar keine Katzen. Außerdem kann ich nicht lange sauer auf dich sein. Du bist doch mein bester Kunde. Oh, viel fällt mir doch auch nicht. Hey, danke! Du bist ja scheinbar doch zu irgendwas gut. Und jetzt ich hör nix. Lass mich in Ruhe! Ich muss Sachen machen. Allein! Ja, er hat sich bedankt und er muss jetzt Sachen machen, alleine. Ach so, na. Also wenn es so jetzt hat wie? Sachen machen, Punkt, alleine. Komm, hä? Das ist jetzt später kommen wir bei dir. Anscheinend. Okay. Lustig. Du fährst über die Viecher drüber und meiner sagt bloß noch lustig. So, da wollte ich unbedingt durchfahren einmal. Ja, das war mir klar. Es war Herzenswunsch. Was für eine schreckliche Kreatur. Seziere sie doch bitte mit der Waffe deiner Wahl. Je schrecklicher die Testsubjekte, desto mehr Spaß macht es. Oh, das Lieschen drauf. Was? Sinnlos, aber gut gemacht. Was hast du gekriegt? Nein, das Viech hat so geheißen. Lieschentrupp.
Weißt du was? Bulli, du wärst mir jetzt blöd. Da kommt noch einer. Oh, lass ihn doch. Der sucht auch bloß noch Nahrung. Ich möchte überleben. Ist mir wurscht. Nicht in meinem Gebiet. So, jetzt ist er Ruhe. Ach, dabei kommt mir mal Tasse hin. So. Ich brauche so schnell wie möglich die Proben. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen und mich schon komplett entkleidet, damit sich nichts mehr zwischen mir und der Innenschicht dieses labortauglichen Schutzanzuges befindet. Das Gefühl ist sehr befriedigend. Tennis, ich glaube, da müssen wir mal miteinander mal privat drin. Ich hab da was, was nicht so ganz funktioniert. Komisch, das ist sogar mir zu irre. Ich hab schon endlich eine Waffe. Na? Also die hat die, weiß nicht, Tina ist der, weiß nicht, gesunder Irrer. Die, was der Gliedmaßen abschneidet. Das war unsere Theorie. Das macht der. Tannis ist eben zu irre, aber Tina mag er, die, was am Gliedmaßen abschneidet und zu Forschungszwecken hernimmt. Verdrehter Geist, hä? Ja, allerdings. Das passt doch. Du musst mich heilen. Oh, das war ich. Also, ich hab meine Gesäßmuskeln gescannt. Aus einem Grund. Und dieses Wissenschaftsding kaputt gemacht. Gib ihm einen Banditen-High-Five. Ich bin echt froh, dass ihr alle aufgetaucht seid. Keine Ahnung, ob ich allein die Stellung hätte halten können. Besonders, wenn ich auf der Wehr geschossen war. Keine Biosignatur. Wollen wir draufhauen, wie beim Super Nintendo? Tennis arbeitet an einem Gegenmittel. Suchen wir in der Zwischenzeit einen Weg zurück nach Sanctuary. Moxie, Baby. Ich und Helen haben einen schönen Platz im Mount Garab entdeckt. Und wir haben vielleicht auch einen Weg nach Sanctuary gefunden. Mordecai, oh, lass schon, wer es da steht. Lass dich doch nicht ohne mich kämpfen. Ah, Mist. Pass gut auf. Ein paar von Hectors Salatköpfen sind auf dem Weg zu euch. Ellie, Zeit für einen Kampf. Sind die Verteidigungsanlagen bereit? Was? Könnte etwas Hilfe gebrauchen, um mehr Geschütze online zu bekommen? KJ, da liegt ein Schraubenschlüssel auf dem Tisch. Kannst du mir den mal geben? Natürlich. Sanctuary sucht zugewuchert zu sehen. Tu mir einen Gefallen und mach's unkraut, wenn du mal da bist. Ich mach zwei Arbeit. Na, du kannst schon bei der Moxie bleiben dabei. Na. Kriegst du nur mehr Erfahrung dann. Oh Gott, Bild vom Scooter. Ich habe einen fiesen Engpass vor dem Lager eingerichtet. Also. Bring die Geschütze zum Bogen, Kammerjäger! Ich folge dir. Ja, die haben wir schon vorher gesehen. Die haben mich schon gefragt, wann wir die reparieren müssen. Was so, die komischen Geschütze da. Ja. Achso. Also, also wenn du schon in die Luft jagst oder zusammenpresst, dann darf mir der Spaß auch erlaubt sein, ja. Ich fand's bloß super, dass jetzt Lilith schon selber in-game gesagt hat. Eine erstklassige Todeszone, sobald du die Geschütze repariert hast, verpass ihn ein mit dem Schraubenschlüssel. Noch ein Geschütz, genau rechtzeitig, da kommen die Rankendeppen. Lasst uns Unkraut vernichten. Verteidige das Lager! Ja! Verteidige mein Lager!
So, immer sind alle Granaten rausgeschmissen. Ich schau einfach zu. Namens Cassius Le Clement stammt. Wow, Cassius! Ach, den Typen kenne ich. Sekunde, ich klingle mal durch. Jo, Cassius, ich bin's, Vaughn. Vaughn, hallo. Ich bin ziemlich beschäftigt mit einem geheimen Projekt. Ja, versteh schon. Ist super fixe Frage. Hast du meine Kumpel gepflanzt, Monster? Ich würde niemals eure Kumpel verpflanzen, Monstern. Hector versprach das. Ach, ich verstehe. Ich wurde von einem irren Größenwahnsinnigen ausgetrickst. Mein Fehler. Hey, das passiert im Besten, Bruder. Ja. Kommt in mein Geheimlabor. Der Eingang ist durch die alte Talmine. Ich beginne sofort mit der Arbeit an einem Gegenmittel. Ich habe die Mine im Blick, Lilith. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Was ist mit dir los? In Ordnung, Mordecai. Der Kammerjäger wird dich dort treffen. Ja, fast am Arsch. Ah. Ja, ich war ein wenig zu nah an der Front. Und der komische Professor, den kenne ich auch. Tales from the Borderlands. Da habe ich da einen Vorteil jetzt direkt. Die ein bisschen kennen die Leute. Naja, da. Ich wollte mir jetzt noch mal umschauen. Was? Weil was anderes hast du schon gehört, dass Ingram nach Holland geht mit dem Zentrallager? Oh, nö. Nee. Nicht gehört. Ja, Straubingen, die bauen jetzt einen Haufen Stein ab. Oh. Die gehen jetzt fürs Zentrallager nach Holland. Hab ich alles schon gehört? Alles, was ich weiß, ist, dass Typen direkt und gut fürs Geschäft sind. Gibt's auch keine Pflanzen mehr? Bei den Kosten, Geld? Die Kommissioniere werden halbiert. Ach Gott. Staplerfahrer werden um ein Drittel weniger. Ja, dann ist es da ziemlich ruhig jetzt dann da drin. Weißt du, wann die letztens Feierabend gemacht haben? Um 7 auf die Nacht. Oh, leck. Da ist dann die Rosi um 7:30 die Horn gefahren. Oh, das lohnt sich dann. Dass Guter dieses Chaos nicht sehen muss. Sanctuary war eins seiner liebsten Projekte. Er hat sicher noch ein Dutzend halbfertiger Schiffe in der Ödnis Pandora stehen. Da haben sie aber dann schon kommissioniert, da haben sie schon die Arbeit für den nächsten Dock gemacht. Da warten sie, sonst warten sie um kurz nach 5 schon fertig gewesen. Schaut nicht gut aus dann. Nein, da waren 12 LKWs, waren über den ganzen Tag weg da. Na weg. Nein, schau, ich bin hier durch, hä? Ich nimm's es einfach. Das war für mich. Ne. Nein, doch nicht, Rad. Warum? Was war's denn überhaupt? Bereits freigeschaltet. Ha, schade. So. Dann verkauf es wieder. Na schau, ich darf wenigstens teilen mit dir. Ja, ich darf's auch, aber Wahnsinn. Du! Ja, mit mir! Mit Sicherheit. Ja, du darfst es eher verkaufen. Ich muss jetzt weiterspielen, also pssst. Also, damit das klar ist. Ja, okay, die ich geh lieber. Meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen. Ja, weil ich ja von der LBS her ja immer mit der Alarmzentrale telefoniere, weißt du schon, ab in A-Scharf, ab in B-Scharf, ja. Warnlager, Lager. Und da hab ich da mit dem Steffen ein bisschen geredet, sag ich, und wie ist momentan, sagt er.
Er ist nur noch gespannt, wie lange was er da ist. Ja. Admin A sind keine drei Leute mehr, nur noch der Rosi allein. Oder der Luis allein. Leck. Am Patrol 1 gibt's noch. Aber der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Kameras anschauen. Ein zweier Patrol gibt's nicht mehr. Mhm. Und ein Guard 2, das macht der Alarmzentrale mit. Achso, ja. Der andere ist am Empfang. Na gut, das habe ich aber mitgekriegt, ja. Ja, Dora war schwanger, die hat ein Kind gekriegt. Chantal hat ordentlich zugelegt. Gibt doch nichts Schöneres als Kraft, okay. Ja, der Scharer, der regt sich mordsmäßig auf, dass er ein Minger ist. Pff. Ich glaube, er ist nicht gezwungen worden, oder? Er hat sich anders vorgestellt. Ja, aus Minger oder vielleicht eher Zukunft, oder? Oder nicht? Tja. Ja, PSC macht jetzt mit Ingram einen Haufen Verlust. Oh, Personalmangel haben sie. Was haben sie? Personalmangel. Ja. Ekelhaft. Wunderbar ist nicht. Vor allem am Truckgate. Haben jetzt zwei auf einmal gekündigt. Da muss ich mal wieder zum Mittagessen reinschauen. Ich finde das immer interessant, weil da sieht man halt, wie klein die Welt ist. Ja. Da mit einer fast jeden Tag telefonieren. Ja. Jetzt habe ich nicht hingeschaut. Mei. Naja. Ah, sitzt er dann irgendwann wieder. Nö. So, nö. Das ist Talon. Mordecais neuer Vogel. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Was ist Talon? Mordecai wurde von Pflanzenfreaks angegriffen? Kammerjäger, folge Talon. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Ja, ich war schon immer Tierfreund, schau. Darum habe ich jetzt einen neuen Vogel. Mhm. Warum du? Ich war der Mordecai. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Aber im Geiste schon noch. Was war denn da? Ich habe immer noch nichts von Mordecai gehört. Folge Talon. Wir haben schon zu viel verloren. Wir dürfen Mordecai nicht verlieren. Er ist der beste Scout der Raiders. Wir haben von Anfang an zusammengekämpft. Oh je. Ich bin da vorne, oder was? Schieß weiter. Danke. Das habe ich gebraucht. Ich weiß nicht, die Hörer haben jetzt ein Kribbeln im Finger. Mhm. Das war ja nett. Ja, jetzt bin ich auch hier. Super. Ja, ich sag bloß, was die aus der Sterne mit ihr looten kann, ja? Absichtlich macht ein Ding, so zu dir gerade. Ja. Nichts absichtlich. Ein Aufzug war ja ein Missverständnis. Ja. Jetzt habe ich endlich mal meine Rache gehabt, weißt du? Zweimal unnötig gestorben, aufgrund von seinem Spaß. Und,
Au! Sag einmal, geht's noch? Stirb mir da durch die halbe die Karten. Spaß. Mordecai, ja, ja. Rick, Roland, wir haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Wir haben zusammen gekämpft. Deswegen haben wir so lange überlebt. Als Roland starb, half mir Mordecai durch düstere Zeiten. Hätte Jack nicht ohne ihn erledigen können. Die Crimson Raiders wäre nicht dasselbe ohne Mordecai. Tja, schau hier, ha? Mordecai, ha? Ha? Lilith. So wieder, oder? Ja, schau. Soll er wieder hergeschissen? Ach, scheiß drauf. Talon, zu mir! Hat mir schlicht, ja. Ja, als Sniper sollte aber nicht als an erster Stelle reingehen. Wäre vernünftig, ja. Hol die Sau, ist resistent. Brennt trotzdem. Da schon wieder. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Irgendeine Granaten oder was hat mich getroffen? Ja, ist schon, aber keine Ahnung. Hast du das selber gesehen, oder? Ja. Dass ich aus dem Nichts auf einmal war ich weg. Das hat mich auch schon passiert, damit ich jetzt hier selbst nicht verstehe. Ja, nicht noch Dinge, Daniel. Nicht noch Dinge. Der passt zu mir. Jo, Kammerjäger, beeil dich! Ich stecke in der Klemme und brauche Hilfe! Der schaut nicht gesund aus. Der Kammerjäger kommt. Es ist ein Crimson Raider! Kammerjäger, ja verdammt! Zeigen wir diesen Salatköpfen, wozu die Raiders in der Lage sind! Leck, mein Arsch. Ja, nur was. Da blitzt mich wieder irgendwas. Was ist denn dies? Was hat denn da jetzt blitzt? Ja, die blöde Sau hat mich auch schon mal in die Luft gejagt. Ich steck fest. Wo bist denn? Komm her. Ich helf dir. Ich danke dir. Ich hätte schon behauptet, dass du irgendwo eine Tonne in meiner Nähe in die Luft gesprengt hast. Du musst mir aufpassen, wenn da irgendwas so blöder neu irgendwas dasteht. Die Dinger, die haben einen Flächenschaden. Sehe ich mir die Selbstmörder-Dinger da. Und dann war's da mal. Ja. Das Ding hat mich auch schon zweimal weggeknietet, wo du gesagt hast, ja, warum? Oh Mann. Geht's dir gut? Lilith, diese Penner haben mich erwischt. Verdammt! Mordecai ist infiziert. Das ist meine Schuld. Wir brauchen das Gegenmittel, jetzt! Ich bringe ihn zurück ins Lager. Geh durch die Mine und such den Wissenschaftler. Ausgezeichnet. Ich erwarte gespannt deine Ankunft. Viel Glück bei der alten Dahlmine. Ich habe gehört, dass es dort spukt.
Verflucht viel spukt. Aber darf ich ehrlich sein? Ich trau den Wissenschaftler nicht. Ja, wie gesagt, die kennen ja schon. Ich glaub, dass uns der bescheißt. Ich kann mir leider jetzt einmal an alle Details erinnern. Na, irgendwas ist da faul. Weil es jetzt so, ja klar, ich entwickle da Gift, da haben wir. Oh! Ich bin getäuscht worden. Ja, da entwickelt ihr Gegengift. Das sind aber jetzt klassischen Vorurteile gegen wahnsinnige Wissenschaftler. Na. Dann, ich erwarte gespannt eure Ankunft, wo man dann denkt so, ja, warum? Erst Leute umbringen, dann sagen, oh, tut mir leid. Ja, ist nicht möglich. Nein. Der hat den Regen am Stecken. Das ist ordentlich. Irgendwie ist es eine große Antwort. Zu groß. Oh. Was dachtet ihr, ich würde meine Flanke dem Gegenangriff aussetzen? Das ist eine grundlegende Militärstrategie. Ich habe die Tür schon mit Tritanium verstärkt, ihr Dummköpfe. Punkt für so, ein bisschen mehr schon. Der Typ ist ein Vier-Sterne-Arschloch. Aber er hat recht. Das Tor ist zu dick für mich. Kommt zurück zum Lager und wir finden eine Lösung. Jetzt habe ich wieder ein neuer Titel. One-Shot wieder. Okay. Ja, kann man jetzt so endlich verhören. Ich mach schon. Machen wir's jetzt. Gegen Feuer sind sie ein bisschen empfindlich. Oh, man muss jetzt hier zurück wieder. Fahren oder geh? Zum Backburner zurückgehen. Keine Ahnung, was das ist. Fahren wir heute mal. Ja, ich schau ein bisschen grün aus, hä? Ja. Aha. Aber der Hut gefällt mir mit dem, also mit dem Monokel im Auge. Ja. Also von mir aus können wir. Was kann ich für dich tun? Ja, ich muss verkaufen. Wozu? Also warum nimmst du überhaupt noch was mit? Nein, ich habe ein besseres Schüdel gekriegt. Aha. Und zwar statt, ich weiß nicht, was du für Schüdel hast. 2200 und Elektroschaden und ja. Ja, ich hab 4200, nein. Na, ich hab das nochmal, weil das macht den Nahkampfschaden, wenn etwa bei mir ist. Ja, du, wo du immer an der vordersten Front bist.